gerade auch in der jetzigen Zeit, wir nennen es mal Flüchtlingskrise, Flüchtlingswelle, wie man es auch nennen mag. Ich nenne es eine Chance für Deutschland. Wir geben ein Zeichen, dass es eben funktionieren kann und auch funktioniert und wie tolerant wir in Deutschland sind. Das haben aber unser Partner, die Sparda Hamburg und der Schleswig-Holsteinische Fußballverband sehr früh erkannt. Und wir machen ja schon sehr lange dieses Projekt, wo wir die Mannschaften wirklich auszeichnen über einen sportlichen, aber insbesondere aber auch, wie viel Menschen mit Migrationshintergrund in den einzelnen Mannschaften eingesetzt werden. Das Entscheidende an der Integration ist, finde ich, dass man Menschen, die woanders herkommen und vielleicht hier ihre Heimat oder eine neue Heimat suchen, dass man die in die Gesellschaft und in eine Gruppe, in eine Fußballmannschaft integriert. Und das ist einfach ein ganz tolles Miteinander und wir sind so stolz darauf, dass das wirklich so eine wichtige Sache ist, weil vor 8 Jahren, als wir damit gestartet sind, war das sicherlich auch aktuell, aber es ist ja leider immer aktueller geworden. Und ja, deshalb ist es uns ein ganz großes Herzensbedürfnis, das auch weiter fortzuführen. Also sehr wichtig, weil hier kommen verschiedene Länder aufeinander zu. Man spielt zusammen, man lacht zusammen, man verliert zusammen, man gewinnt zusammen. Also ich finde das sehr wichtig.